herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und mal ehrlich, wo haben Sie denn jetzt im vergangenen Weihnachten Ihre Geschenke eingekauft? Doch noch beim Einzelhandel oder lieber über Online? Ja, über Online kommen Sie an einem großen Player international aus den Vereinigten Staaten, nämlich Amazon, überhaupt nicht mehr dran vorbei. Amazon, mittlerweile ja der weltweite Marktführer, muss man sagen, vor allen Dingen natürlich in den westlichen Gebieten. Da gibt es ja nicht allzu viel Konkurrenz, ja, die Amazon zu befürchten hätte. Die sogenannte Peer Group, das heißt die Vergleichsgruppe, ja, die würde allenfalls noch Alibaba Chancen und Möglichkeiten geben, gerade für den chinesischen Markt. Naja, und wenn man sich mal überlegt, die Aktie ist natürlich hervorragend gelaufen, da bin ich natürlich auch immer wieder gefragt, naja, wie sieht es denn aus? Haben wir denn da noch Potenzial nach oben bei Amazon oder Amazon? Da muss man natürlich mal ein bisschen reinschauen in das Unternehmen, was da in den letzten Jahren so passiert ist, wie man sich aufgestellt hat, welche Kerngeschäfte man dementsprechend natürlich hier weiter aufgebaut hat. Also man muss sagen, in den letzten Jahren hat Amazon mit Jeff Bezos an der Spitze über 12,5 Milliarden US-Dollar alleine in Forschung und Entwicklung reingesteckt. Das heißt, man möchte natürlich den Kunden rundum sorglos bedienen, beliefern und ihm alles natürlich über die einzelnen Plattformen bieten. Ja, aber was sind die einzelnen Plattformen? Ja, da hat man zum Beispiel ja die Cloud-Sparte, Amazon Web Services. Ja, da kann man dementsprechend natürlich Speicherplätze erwerben. Ja, und das tut man natürlich auch nicht nur von Startup-Seite aus, nein, mittlerweile auch etablierte Unternehmen und Firmen, ja, die sind für diese Cloud-Lösungen dazu prädestiniert und die haben da auch schon ordentlich gebucht. Oder man hostet halt eben seine eigenen Apps über Amazon Cloud und gerade die Cloud-Sparte, das wissen wir ja vom deutschen kleineren Wettbewerber in diesem Bereich von SAP, alles was sich in der Cloud abspielt, ja da sitzen halt eben tatsächlich die Moneten drin. Ja, was haben wir da weiter? Ihnen bekannt sicherlich natürlich hier Kindle Fire Tablets, das heißt Kindle im Hardware-Geschäft natürlich von Amazon zu finden und da will man noch nicht mal an den Kindles selber, an den Tablets verdienen, nein, 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 am Rundum-Service möchte man verdienen, an den Inhalten, die sollen dementsprechend für Umsatz und Ergebnis sorgen, also da denkt man natürlich in Amerika auch immer wieder etwas weiter und dann Ihnen auch bekannt der Premium-Dienst Amazon Prime, ja, da haben Sie ja natürlich mittlerweile Prime Instant Videos, aber halt eben auch Prime Music, wo Sie halt eben dementsprechend bei einer eventuellen Fee von 69 Euro mittlerweile halt eben dann Zugriff haben auf Millionen von dementsprechenden Musiktiteln, auf massenweise Videos. Ja, mit dieser Videoplattform, muss man schon sagen, scheint man ja auch dem amerikanischen Unternehmen Netflix ein bisschen Konkurrenz und Wettbewerb zu machen. Naja, und dann haben Sie ja mittlerweile, das habe ich Ihnen vor Wochen schon verkündet, dass Amazon auch in den Lebensmittelbereich reingehen will, in die Supermärkte. Da will man Supermärkte so gestalten, dass sie dementsprechend mit Sensoren ausgestattet sind. Sie kommen mit Ihrem Handy in das Geschäft rein, suchen sich mehr oder minder alles aus und abgerechnet wird dann anschließend über Ihr Amazon Konto, sodass überhaupt keine Karte oder kein Bargeld mehr fließen muss. Ja, und dann macht man natürlich mittlerweile auch für die Businesskunden einiges Neues, den neuen Dienst Amazon Business. Da geht es um Geschäftskunden rund um Angebote von mehr als 100 Millionen Produkte, die da auf der Plattform unterwegs sind, die halt eben gerade die Geschäftstreibenden dann natürlich glücklich machen sollen. Also da ist Amazon schon auch für die Zukunft hervorragend aufgestellt und wie ich gesagt habe, man hat ja sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung natürlich reingesteckt. Das letzte große Thema, was auch groß durch die Presse gegangen ist, der neue Lieferservice von Amazon, eventuell sogar mit einer Drohne. Also da braucht man dann doch nicht mal die LKWs, da braucht man noch nicht mal die Post oder gar DHL. Da wird an die entlegenen Orte dementsprechend mit Drohnen alles ausgeliefert. Naja, wenn wir mal überlegen, ja, vor 20 Jahren hatte das Unternehmen sein Debüt an der Börse, genauer gesagt 1997. Also da ist natürlich jetzt schon einiges an Zeit vergangen. Ja, wenn Sie damals gläubig gewesen wären in das Unternehmen von Jeff Bezos, hätten Sie beim Ausgabepreis gerade mal 18 Dollar für die Aktie bezahlt. Ja, heute kostet sie ein über 40-faches. Heute kostet die Aktie in Dollar gerechnet an die 760 Dollar oder in Euro, da liegen wir bei 732. Also
da hat man natürlich alleine auch schon in den letzten 5 Jahren, nicht nur auf 20 Jahre, auf 5 Jahre, weit mehr als 430% mit dieser Aktie verdienen können. Ja, wie geht es dementsprechend weiter? Wenn wir die Analystenhäuser mal durchschauen, gibt es mittlerweile Kursziele, gerade aus den Vereinigten Staaten. Die sehen die Aktie durchaus im Bereich von $950. Also da wären dann dementsprechend nochmal $200 drin. Aber man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig bei Amazon sein. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Denn Wachstum, und das will ja Jeff Bezos, der Vorstandsvorsitzende, weiterhin natürlich nach vorne bringen. Ja, Wachstum kostet natürlich auch Investitionen. Und diese Investitionen, die werden sicherlich von Amazon auch getätigt. Aber diese Investitionen, die gehen natürlich letztlich dann zulasten des Gewinns. Da kann also dementsprechend auch mal der Aktienkurs ein wenig zurückfallen. Sollte man also auch gerade in diesem Jahr darauf achten, könnte ein bisschen ruckelig werden. Aber de facto langfristig sollte Amazon sich tatsächlich wahrscheinlich als der Marktplatz, als der Internet- und Online-Marktplatz weltweit als Nummer 1 etablieren. Wie gesagt, im chinesischen Raum ja ansonsten nur noch der Wettbewerber Alibaba zu finden. Also somit Amazon sicherlich auch in den nächsten Jahren, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie Ihren Vermögensaufbau in Ruhe betreiben, so wie ich Ihnen das immer wieder empfehle, 3 bis 5 Jahre, ja, da haben Sie dementsprechend dann halt eben auch wirklich die Gelegenheit, mit der Amazon-Aktie dementsprechend weiterhin gutes, richtiges und sauberes Geld zu verdienen. Also sollten Sie sich mal anschauen, die Amazon-Aktie ist, wie gesagt, nicht ganz billig, aber, wie gesagt, billiger, ja, könnte sie noch ein bisschen werden. Dass sie teurer wird, davon gehen unisono die meisten Analysten aus. Und damit darf ich Ihnen ein schönes Wochenende wünschen. Bleiben Sie mir der Börse gewogen und vor allen Dingen sind und bleiben Sie wachsam.